Wir treffen auf einen Gegner, der hinter uns ist, der mit Sicherheit auch alles versuchen wird, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen, um auch den Plätzen, den Relegationsplatz von sich hält. Und ich denke, dass es ein interessantes Spiel wird. Zur Personalsituation ist es so, dass alle Mann an Bord sind. Wir haben bis auf die Langzeitverletzten keine Blessuren. Ich hoffe, dass es auch in den nächsten zwei Tagen so bleibt. Und wir haben jetzt noch zwei Trainingseinheiten, die, was man in den letzten Tagen gesehen hat, die Spannung steigt, die Jungs sind heiß, um auch eine Reaktion zu zeigen vom letzten Wochenende. Ja, ich persönlich freue mich drauf und ich wünsche mir natürlich volle Unterstützung von allen Ingolstädtern, dass wir am Wochenende auch einen positiven Ausgang haben. Das 1-4 aus der Vorwoche, war das noch länger Thema oder war das ganz schnell abgehakt? Es war genauso abgehakt wie die anderen Ergebnisse in den Wochen zuvor und ich denke, dass wir ganz genau auch hier wieder analysiert haben und natürlich müssen wir schauen, dass wir uns nicht kaputt reden lassen, weil wir doch eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt haben und dass man mal eine Niederlage auch kassiert, das ist völlig normal in der zweiten Liga. Es wird ja allgemein so als kleiner Vorteil bewertet, wenn man eine Situation schon länger vor Augen hat, also schon länger gegen den Abstieg kämpft. Das ist sicherlich ein Unterschied zu Cottbus, die jetzt relativ kurzfristig da reingeraten sind. Wie bewerten Sie das? Kann das auch am Sonntag ein Vorteil sein, dass der FC die Situation kennt, letztendlich den Druck kennt? Ja, ich denke schon, dass wir in den letzten Monaten eine Situation hatten, wo wir Woche für Woche diese Drucksituationen hatten. Wir haben sie immer noch und der Gegner hat natürlich auch lange nicht damit gerechnet. Das kann ein Vorteil sein, das muss keiner sein. Sie werden auch alles mobilisieren und versuchen, hier Punkte mitzunehmen und wir werden alles dagegen setzen, damit dieser Fall nicht eintrifft. Herr Ural, der Verein zahlt seinen eigenen Fans Reise- und Eintrittskarten fürs Spiel im gegnerischen Stadion. Was halten Sie von solchen Aktionen generell? Schwer zu beurteilen, aber man sieht natürlich, dass auch Sie versuchen, alle Kräfte zu mobilisieren, dass Sie alles dafür tun, um aus dieser Situation rauszukommen. Ja? Und es ist ja jetzt kein Einzelfall. Jeder versucht da nochmal positive Stimmung zu erzeugen, die Mannschaft zu unterstützen und das ist völlig normal, wenn ein Verein sowas dann macht, weil man versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es vielleicht in solchen Situationen gibt. Werden die Ergebnisse während des Spiels gezeigt von den anderen Plätzen? Es ist ganz klar so, dass wir uns voll und ganz auf unser Spiel fokussieren. Wir gehen in das Spiel und wollen das Spiel gewinnen, so wie in den letzten Wochen auch. Man muss abwarten, wie das Spiel läuft und wichtig ist, dass wir das machen, was wir selbst in der Hand haben. Alles andere kann ich persönlich nicht beeinflussen. Ich weiß gar nicht, ob die Ergebnisse eingeblendet werden oder nicht. Das spielt auch keine Rolle. Ich glaube, dass heutzutage jeder ein Handy hat und alle mit Sicherheit ihr Handy anhaben. Und ja, aber es kann ja sein, dass es gerade für die Spieler nicht wollen, dass die gar nicht wissen sollen, was auf den anderen Plätzen los ist, damit sie sich eben auf das eigene Ding konzentrieren können. Ja, das werden wir noch besprechen. Thomas, wie weit stört die Meldung, dass sich der Görlitz angeblich woanders umschauen wird? Mich persönlich stört sie gar nicht, weil ich weiß, was der Andi Görlitz uns gesagt hat. Und es ist eine Situation, ja, wenn das so ist, ist es so. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, weil alles, was ich gehört habe, ist eine andere Aussage und deshalb interessiert es auch nicht. Okay.